So, wir sind also wieder Connor. Wieder bei diesem wunderschönen Garten hier, oder was auch immer das sein soll. Eine Oase. Aber man weiß natürlich immer noch nicht, ob das ein Hologramm ist, oder ob das in einem Gebäude ist, oder ob das ein realer Park ist, quasi. Das würde mich halt interessieren. Oder wisst ihr das? Oder erfährt man das noch? Oh. Ja, das haben wir ja schon... Nochmal. Okay. Also den Stein verstehe ich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Aber naja. Bin gespannt, was wir jetzt mit Connor machen müssen. Muss ich hier drüber oder... Ach, keine Ahnung. Es ist so verwirrend, weißt du? Es wird halt nicht mal was angezeigt, wo ich hin muss. Aber egal, dann machen wir halt einen schönen Spaziergang dadurch. Habe ich kein Problem. Ah. Hier werden wir anscheinend hingeführt von dem Spiel. Ja, komm, geh doch. Ah. Hallo, Amanda. Ja, ja. Connor. Ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Ich mag die nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Und ich habe das Dieser Gefühl... Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Die mag uns auch nicht. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Erklären. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Ha, was sagen wir da jetzt? Zeichen auf Wänden. Ja. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustiere. Aber nicht in dieser Form. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Naja, das kommt immer drauf an, wie man sieht, ne? Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Die entwickelt sich gut. Die entwickelt sich sehr gut. Sie verbessert sich. Ja. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Tja. Dann gehen wir wohl zu Hank, würde ich sagen, ne? Ja, geht eh direkt weiter. Gut, ich bin gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Kein Problem. CyberLife hat das doch bestimmt übernommen, oder? Ach so, ich muss aussteigen. Ah, ja, geil. Was wäre wohl passiert, wenn wir da drin gesessen? Ne? Okay, hier lebt also Hank.
Etwas außerhalb. Ja. Sieht eigentlich ganz schick aus, ne? Okay, was haben wir denn da? Mal gucken. Okay. Was auch immer uns das sagen soll. Das verstehe ich nicht ganz. Klingeln wir mal, ne? Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Ja, ist ja gut. Hallo. Geil. Okay, hier ist noch was. Dann gehen wir mal hier hin. Hier kann man anscheinend reingucken. Sehen tut man nicht unbedingt was, ne? Okay, dann gucken wir mal da. Hä? Achso, ah ja. Was ist da? Okay, ist auch nix. Kann ich vielleicht bei der Garage? Ne, wird mir nichts angezeigt. Okay. Dann gehen wir mal auf die andere Seite des Hauses und gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Hier ist noch ein Fenster. Oh, da liegt er. Da liegt er. Ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Fenster eingeschlagen. Yeah! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Ja, da liegt er. Aufstehen. Sehe nach Anderson. Ja, mach ich. Ja, Junge, was hat er denn getan, Alter? Hat er sich vollgesoffen oder was? Spuren von Alkohol. Ah ja. Was ist hier? Herz. Ach so. Okay. Black Lamb, das ist Whisky oder so. Hier ist eine Waffe. Oh shit. Hat er versucht sich... Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Oh! Das ist Connor! Geil. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Geil. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, gefälligst von hier. Guter Hund. Quasi! Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, so siehst du aus. Ah, geil, Alter. Ja, komm her. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Ah, du kommst mit. Was soll das? Ja, für die Badewanne. Ich will nicht warm. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Ah!
Oh mein Gott. Was tut er hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein, leider nicht. Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird... Nein, das wollte ich doch gar nicht, nein! Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission, alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ja, das kann man sagen, ja, ja. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Okay, aber bevor wir das tun, sehen wir uns jetzt erstmal hier im Haus um. Ich denke, das ist... eine recht gute Idee. Oder darf ich das nicht? Ne, darf ich anscheinend nicht. Hm. Okay. Na dann. Hier ist auch nichts. Ne, nur sein Kleiderschrank. Was möchten Sie anziehen? Ist egal. Ja, wir nehmen mal das hier. So. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur... gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Ja, geil, Alter. Ah, feier ich. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den sofortigen Rückzug an. Alle russischen Truppen aus der Arktis-Region. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Doch viele Experten befürchten nun, okay, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag... Herr Geek Jazz, ja, das wissen wir schon. Was hat er gerade gesagt? Ein dritter Weltkrieg ist wahrscheinlich? Das war bestimmt das erste Mal, dass er einen Hund hatte. Oh. Also nicht, dass er... also, dass er einen Hund streicheln durfte, sage ich mal, ne? Ich glaube kaum, dass sie das gemacht haben, als die, ja, getestet wurden und als die... ja, sich im... Lager aufgehalten haben oder wie auch immer das da funktioniert bei CyberLife. Wer ist das denn? Anderson Cole. Oh. Ist das sein Sohn? Scheiße, okay. Hier ist doch auch noch was, komm. Zeig's mir. Ach so, der Stuhl. Naja,
Stellen wir mal wieder hin, ne? Nice. So, aber was mich interessieren würde, was hat der mit dieser Waffe angestellt? Liegt die noch da? Da, da liegt die Waffe, okay. Fragen. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Oh. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Hank ist suizidgefährdet, das war mir irgendwie klar. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Ob er das als Glück ansieht? Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Habe ich denn jetzt hier alles gefunden? Ich hoffe es mal. Achso, das war's. Okay. Was, hier gab's andere Endings? Okay, interessant. Naja. Gut, weiter.